Den Weg zu finden ist nicht ganz einfach. Die Baustelle liegt hinter dichtem Wald verborgen. Aber wir brauchten nur zu fragen. Jeder hier weiß den Weg. Fahren Sie von Hasselbach links in Richtung Hunsrück-Höhenstraße. Da ist die Baustelle. Und Sie können sie nicht verfehlen. Man baut gerade eine Mauer davor. Wenn sie fertig ist, wird die NATO-Baustelle hermetisch gesichert sein. Die Mauer, mehrfache Zäune mit Stacheldraht und der Wald werden allen Unbefugten Blicke und den Zutritt verwehren. Hier wollen die US-Streitkräfte in den nächsten Monaten 96 Cruise Missiles stationieren. So, wie es dem NATO-Nachrüstungsbeschluss von 1979 entspricht und wie es der Bundestag 1983 beschlossen hat. Diese Cruise Missiles sind Mittelstreckenwaffen. Sie können mit jeweils einem atomaren Sprengkopf ausgerüstet werden und rund 2500 Kilometer weit fliegen. Diese Cruise Missiles werden hier in Hasselbach nur bereitgehalten. Im Krisenfall werden sie zu Abschussstellen irgendwohin transportiert. Die Abschussstellen sind geheim. In wenigen Monaten nun sollen die Cruise Missiles hier bei Hasselbach stehen, nach den bisherigen Plänen. Wie erleben die Menschen, die direkt daneben wohnen, die Vorbereitungen zur Stationierung? Die Menschen aus den Dörfern direkt an der Baustelle. Es gibt Männer und Frauen hier im Hunsrück, die sich gegen die Cruise Missiles wehren, in den Friedensgruppen. Was sind das für Menschen, die im Hunsrück das Wort Widerstand gebrauchen, um so für den Frieden einzutreten? Bei dieser ersten Begegnung fällt uns auf, wie viele Ältere unter ihnen sind. Menschen, die sich an den vergangenen Krieg erinnern und die ihre Angst vor einer Zukunft ausdrücken, die ihnen bedrohlich erscheint als alles, was sie erlebt haben. Weil sie Angst haben, dass die Menschheit einen atomaren Krieg nicht überlebt. Kommen Sie auch hier aus der Gegend? Ja, ja, ich bin aus Kirchberg, ach, ja. 15 Kilometer hier weg. So, und das machen wir auch noch. Gleich beginnt an diesem Sonntagnachmittag das Friedensgebet vor der Raketenbasis. Ein Gottesdienst, den Christen aus den Gemeinden ringsum seit 3 Jahren hier regelmäßig halten. Jeden Sonntag, im Sommer und im Winter, bei Sonne, Regen, Schnee. Seit sie wissen, dass die Cruise Missiles hierher sollen. Ein Gottesdienst, zu dem jetzt auch viele Friedensgruppen von weit her kommen. Zum Gebet. Hilft Beten gegen das atomare Wettrüsten? Als wir diese Menschen hier später kennenlernen, zum Beispiel Gerhard Lorenz aus Bell, den wir am letzten Tag wieder treffen, oder die Pfarrerin Jutta Dahl, auch aus Bell, und viele andere. Als wir diese Menschen hier im Laufe von 2 Wochen näher kennenlernen, da verstehen wir, dass dies ihre Art des Widerstands ist. Ein Widerstand, der nicht spektakulär ist, aber beharrlich. Ich komme regelmäßig hierhin aus Überzeugung, ja. Und also für mich ist der Gottesdienst wichtig. Ich gehe zum Beispiel lieber hierhin als vielleicht sonntags morgens in die Kirche, nicht? Weil ich finde, dass es hier wichtiger ist und wir müssen die Leute unterstützen. Ich arbeite auch in der Friedensgruppe in Boppard mit und also wir gehen so oft wie möglich hierhin. Nicht? Hier, das ist eine andere Art des Widerstandes. Wir legen den Widerstand hauptsächlich hier ans Kreuz und in die Kirchen und sind froh, dass wir jetzt mit beiden Konfessionen diesen Widerstand tragen. Was wollen Sie damit erreichen? Was können Sie damit erreichen? Ja, können, das müssen wir abwarten. Aber auf jeden Fall doch das erreichen, dass wir immer deutlich machen, dass wir mit dem keine Hoffnung haben, dass damit Frieden auf der Welt wird. Warum kommen Sie hierher? Ihr Motiv? Was erwarten Sie oder was erhoffen Sie? Ja, wir wollen mal von unseren Kindern und Enkeln nicht gesagt bekommen, dass wir nichts dagegen getan haben.
wie das im letzten Krieg war. Informationen der Friedensbewegung. Quelle: Nuclear Weapon Data Book. Ein Atomwaffenhandbuch USA. Zu den Cruise Missiles. Verwendete Sprengköpfe W-84 mit einer variablen Sprengkraft von 10 bis 50 Kilotonnen, je nach Reichweite. Kleinerer Sprengkopf, größere Reichweite. Bei einem Mittelwert von 25 Kilotonnen heißt das, 96 Cruise Missiles haben eine Sprengkraft von zusammen 2400 Kilotonnen. Die Atombombe, die Hiroshima vernichtete, hatte eine Sprengkraft von 13,5 Kilotonnen. 1000 Hunsrücker Bürger haben sich im Frühjahr an den Kongress der Vereinigten Staaten gewandt. Unsere Erde wird nur dann eine Zukunft haben, wenn wir es lernen, den Frieden nicht militärisch, sondern politisch zu sichern, schrieben sie. Und sie haben die amerikanischen Politiker gebeten, sich für Abrüstungsverhandlungen zwischen Washington und Moskau einzusetzen. An der Hunsrück-Höhenstraße haben die Friedensgruppen 96 Kreuze aufgestellt, für jede Cruise Missile eins. Was ist mit diesen Menschen im Hunsrück geschehen, dass sie glauben, sie müssten sich einmischen in Rüstungsfragen, in Weltpolitik? Zum Beispiel die Menschen in Bell, dem Dorf nördlich von der Baustelle.